ihn anbieten wollen. Im Vordergrund Alexander Rekasevic. Der kommt genau von dort, wo auch Ilija Lupulescu herkommt. Heute nennt sich das Ganze Serbien und Montenegro. Und auf der anderen Seite, da steht der Jambaka Rekasevic. Auf der anderen Seite einer der großen Routiniers der internationalen Tischtennisszene, Johnny Huang, der für Kanada spielt, in China geboren ist. Mit seinen 41 hat er nochmal den Sprung zum Olympischen Tischtennisturnier geschafft. Der Name Karakasevic, ein wichtiger Name im europäischen Tischtennis. Zum einen er, der viele Doppeltitel geholt hat, aber vor allem auch sein Vater, der vor 15, 20 Jahren in der deutschen Bundesliga gespielt hat. Kara, nur genannt, kannte natürlich jeder. Ein ganz hagerer Spieler. Jugoslawe, und das Besondere war, dass er mit der asiatischen Schlägerhaltung spielte, mit Penholder. Was die meisten Chinesen gelernt haben, und wie wir sehen, Herr Huang nicht. Eher Topspin-Spieler, auch ein Spieler schon mit viel Ballgefühl. Und auf der anderen Seite vorne der aggressive Mann, der schnell blockt, die Bälle verteilt. Das ist das Spiel des Kanadiers. Und wenn wir vorhin vom SV Plüderhausen gesprochen haben und ich Ihnen gesagt habe, dass da einige gemeldet sind, Koji Matsushita haben wir gesehen, über Waldner und Persson haben wir gesprochen, auch er gehört dazu. Nicht er, sondern der andere Alexander Karakasevic. Auch er ist vom SV Plüderhausen in der Bundesliga gemeldet. Rekasevic hat auch schon manchen deutschen Nationalspieler schon zur Verzweiflung gebracht. Er kann hervorragend spielen, er hat ein wunderbares Ballgefühl. Bewegt sich nicht sehr viel, das sehen Sie hier. Sehr schöner Abschluss von Huang. Ja, das ist ein großes Manko, die Beweglichkeit. Körperlich nicht topfit, aber natürlich mit tollem Ballgefühl ausgestattet. Und wenn es bei ihm mal läuft, dann kann er vielen, vielen Spielern sehr, sehr gefährlich werden. Die Zigarette nach jedem Match gehört bei ihm dazu. Ist halt so, Karakasevic kein Ausdauersportler. Aber er kann sich hin und wieder auf den Moment konzentrieren, auf den Punkt, dann fit sein. Relativ leicht vergeben, da hat er schon ein bisschen was riskiert. Will den Ball ganz weit rauslegen, aber das geht daneben. 11:7 der erste Satz für Johnny Huang. Immerhin noch Nummer 43 in der Welt. Hat sich lang gehalten, seine beste Platzierung. Einst war Platz 26. Tja, und den kennen viele von Ihnen sicherlich auch noch. Auch das ein Penholder-Spieler, Soran Kalinic. Vielleicht sehen wir ihn gleich wieder. Er und Leszek Kucharski waren die Gegner damals 1989 im Doppel-WM-Finale von Dortmund, als, Sie wissen es bestimmt, Jörg Roskopf und Steffen Fetzner sensationell Tischtennis-Weltmeister im Doppel wurden.
Kara Kasevich will be serving. Kara Kasevich. Love all. Auf zum zweiten Satz. Oh, das ist ein verschenkter Ball gewesen. Ganz hoher Return. Da hängt noch ein Stück Handtuch im Gesicht von Kara Kasevich. Vor 8 Jahren war er immerhin schon 33, da hat er sich in Atlanta auch noch ins Viertelfinale gespielt. Bei Olympia, Johnny Huang, der in Vancouver lebt. Starker Auftakt jetzt von Kara Kasevich. Das macht der Mann aus Serbien und Montenegro ganz gut, variiert jetzt seine Topspin. Nicht unbedingt immer mit vollem Tempo, wie den hier, sondern ab und zu auch mal einen weichen Ball. Und damit kommt Huang jetzt überhaupt nicht klar. Wieder viel zu hoch die Rückgabe. Kommt also mit den Ausschlägen im Moment auch nicht so richtig klar. Ja, das ist das Spiel von Johnny Huang. Da lässt er Kara Kasevich laufen. Das, was der überhaupt nicht mag. Ja, und dann diese Antwort mit der Rückhand. Jetzt war es aber so langsam Zeit, sonst wäre es doch noch mal eng geworden. Drei Satzbälle für den Bundesligaspieler aus Brüderhausen. Lange Matches sind seine Stärke nicht. Da fängt er irgendwann an zu pumpen.
Da denke ich, ist Johnny Huang trotz seiner 41 am Ende im Vorteil. Auch wenn da 13 Jahre Unterschied dazwischen liegen. Relativ leicht. 1:1 nach Sätzen. Wie gesagt, die Handtücher, ich habe es heute Nachmittag schon mal erzählt, müssen weiß sein. Das ist Vorschrift. Sie dürfen hier nicht etwa mit einem Handtuch kommen, auf dem der Sponsorname aufgedruckt wäre. Das ist verboten bei Olympia. Die Socken, die Sie tragen, dürfen nur auf einer Seite Werbung haben. Ist es auf zwei Seiten der Fall, muss das abgeklebt werden. Die Größe der Werbung auf dem Trikot ist natürlich genauestens vorgeschrieben. Wird das überschritten, ist der Tesafilm zur Stelle. Und auch das wird abgeklebt. Hat manchmal schon ganz lustig ausgesehen, wie da einige Spieler an den Tisch gegangen sind. Viele kommen natürlich mit der Kleidung an, mit der sie ansonsten in der Nationalmannschaft spielen. Aber da sind eben die olympischen Regeln etwas strenger. Dritter Durchgang 1:1 zwischen Johnny Huang, Kanada, und Alexander Karakasevic, Serbien, Montenegro. So ein bisschen hin und her im Moment, 6:1 die Führung, dann 7:5, 7:4, 8:4. So ein bisschen fehlt die Konstanz. Relativ locker holt sich Karakasevic diesen Satz, wenn jetzt nicht noch ein kleines Wunder passiert. Aber schauen Sie ihn sich an, die Brühe läuft ganz gewaltig. 11:5.
Tja, da hat Huang im Moment wenig Ideen, wie er das machen kann. Das Konzept muss sein. Eben kommen die Zigaretten so langsam hoch. Ihn ins Laufen zu bekommen, der muss sich viel bewegen. Fast and cross, also schneller und in die Diagonale, genau das ist das Rezept, um Karakasevic in die Bewegung zu bringen und dann letztlich den konditionellen Vorteil, der, denke ich, deutlich vorhanden ist, hier noch auszuspielen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Da steht ein sehr guter Techniker, ein guter Taktiker. Immer wieder hat er Probleme, die Aufschläge zu lesen. Der Kanadier, immer wieder diese hohen Returns. Ein Geschenke sollte Karakasevic tunlichst nicht verteilen. Immerhin, wer dieses Match hier gewinnt, der hat eine besondere Ehre. Er trifft morgen Abend auf Jan-Ove Waldner. Der Schwede, der mit seinen 38 hier nochmal am Start ist, in die dritte Runde gesetzt, hat also bis aufs Doppel bisher noch nicht gespielt, im Doppel mit Jürgen Persson. Und die beiden Schweden sich heute Morgen durchgesetzt. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Jan-Ove Waldner sich durchaus noch mal was vorgenommen hat. Gegen Huang oder Karakasevic muss er eigentlich gewinnen, immer noch. Ist ja dann sein Clubkamerad. Und dann wartet im nächsten Match wahrscheinlich Malin auf Waldner. Malin eine Zeit lang Nummer 1 der Welt, im Moment Nummer 2. So ein bisschen der Angstgegner von Timo Boll. Diese Partie freue ich mich wirklich schon. Dann bin ich gespannt, was Waldner da gegen die neuen Machthaber im Tischtennis noch ausrichten kann. 1989 hatten die Schweden es geschafft. In Dortmund gelang der Machtwechsel. Da demoralisierten sie die Chinesen. Hielten das auch noch in den folgenden 2 Weltmeisterschaften. Dann war China wieder am Ruder. Und als niemand mehr damit gerechnet hatte, im Jahr 2000 bei einer Weltmeisterschaft, die wegen der Unruhen in der Heimat von Karakasevic in Belgrad verlegt werden mussten nach Kuala Lumpur, da schlugen die Schweden damals nochmal zu. Sensationell mit einem Jürgen Persson, der alles überragte mit 2 Punkten. Jan-Ove Waldner holte einen und da wurden die alten Schweden vor 4 Jahren, als sie 33 und 34 waren, noch einmal Mannschaftsweltmeister. Seit der Zeit dominiert China wieder ganz klar das Geschehen im Mannschaftstischtennis ohnehin. Bis auf das vergangene Jahr, als es diese Riesenüberraschung gab in Paris. Und als Werner Schlager, der Österreicher, die Gunst der Stunde nutzte, sich in einer Topform dort präsentierte und Weltmeister wurde. Und das im Finale noch nicht mal gegen einen Chinesen, die waren vorher auf der Strecke geblieben, sondern gegen einen Koreaner, Yo Se-yuk, der heute unter anderem Endstation mit seinem Partner war für Jörg Roskopf und Lars Hielscher. So viel der kleine Ausflug in die Tischtennisgeschichte. Zurück zu diesem Spiel. Er ist unzufrieden, Karakasevic. Ist natürlich bemüht, jetzt möglichst schnell zum Erfolg auch zu kommen.
Und da führt er mal wieder, Johnny Huang. Vielleicht schafft es ja doch noch mit seinen Möglichkeiten, hier eine Runde weiterzukommen. Wieder mal so ein Stellungsfehler, wo er nicht optimal steht und statt umzulaufen, mit der Vorhand zu ziehen, versucht er dann so einen Notball mit der Rückhand. Das sind diese Zeichen, dass die körperliche Fitness nicht richtig da ist bei Karakasevic. Sonst könnte er hier anders agieren. Das ist das Motto, das ist die Taktik, einmal rechts, einmal links. Und das bringt den Erfolg. 2:2 Satzausgleich. Dejan Papic, kanadischer Nationaltrainer, auch er kommt vom Balkan, hat sicherlich die richtigen Worte. Und Zoran Kalinic, ja, was will er einem ermüdenden Nationalspieler noch sagen? Sie sehen es an der Körpersprache. So ein bisschen verzweifelt ist er schon. Ich bin gespannt, ob er sich nochmal zusammenreißen kann, ob er das noch packt. Mein Tipp wäre jetzt mittlerweile der Kanadier. Kalinic, der großgewachsene Mann, der Trainer von Serbien und Montenegro. Ich habe es eben nochmal nachgeblättert. Er war, auch wenn er es 89 nicht geschafft hat, gegen Boskov Fetzner. Er hat es geschafft, mit Dragutin Šorbek einmal Weltmeister im Doppel zu sein. Irgendwas ist da mit dem Boden nicht ganz in Ordnung. Wahrscheinlich sind es seine Spuren, die er hinterlassen hat, denn er schwitzt doch sehr, sehr stark. Und er wird einfach nochmal trocken gewischt. Genau so ist es, denn da besteht natürlich Rutschgefahr. Er scheint ein kleines Wasserbad hinterlassen zu haben. Also, 5. Satz. Zwischenstand 2:2 zwischen Johnny Huang aus Kanada und Alexander Karakasevic für Serbien und Montenegro. One.
Sahen Sie schon am Gesichtsausdruck von Huang, dass er mit dem Ball nicht so ganz zufrieden war? Ja, da sehen wir Jasna Reed, ehemalige Lupulescu, ehemalige Faslic, amerikanische Nationalspielerin und gebürtige Landsfrau von Alexander Karakasevic. Bälle von Huang zu unpräzise, für meine Begriffe hin und wieder auch einfach mit zu großem Risiko gespielt. Muss eigentlich nicht sein. Gibt er den Fehlaufschlag oder gibt er eine Ermahnung? Er gibt eine Verwarnung. Aha. Also der Ball war nicht gerade hochgeworfen, sondern der Referee hatte den Eindruck, dass der Ball gegen den Schläger geworfen wird. Damit kann man die Rotation beeinflussen. Der Ball muss gerade hochgeworfen werden. Jetzt schwächelt der Kanadier doch. Da war er ein bisschen zu frech mit so einem Rollaufschlag gegen den Konterspieler Huang. Tja, Dejan Papić wird sich noch mal was einfallen lassen müssen, um Huang anders einzustellen. Ja, Sovan Kalinic feuert ihn an, sagt, Junge, mach das Buch zu, mach diesen Satz zu. Oh, was für ein Fehler von Huang. Das war ein Geschenk des Himmels. Und das bringt ihn jetzt doch noch mal auf die Siegerstraße. Gut hat er gespielt, gut verteilt, hatte Karakasevic schon weggedrängt vom Tisch. Und dann trifft er den Endschlag nicht. Wahrscheinlich hätte es ein einfacher Konterball auch getan. Und der Linkshänder wäre nicht mehr rangekommen. Time, die zweite Ermahnung, geht in die Ecke von Serbien und Montenegro. Karakasevic braucht jede Pause. Karakasevic, serving. Love all.
Immerhin, er führt 3-2. Und ich bin mal gespannt, was sich Huang jetzt einfallen lässt. Fantastisch gespielt. Da sieht man aber auch, wie aus der Halbdistanz der Linkshänder die Bälle zurückspielt, ohne große Bewegung. Natürlich hat er eine gewisse Adaption, weiß, wo er stehen muss. Also ein Riesentalent ist er, ohne Zweifel. Aber aus Talent muss man halt auch was machen. Deshalb Rang 58 in der Welt und nicht 18 oder 20, was vielleicht mit den technischen Möglichkeiten durchaus denkbar wäre. Aber das ist auch nicht sehr überzeugend, was Huang hier spielt, muss man klar sagen. Viele leichte Fehler. Natürlich hält ihn Karakasewicz erste Linie in der Rückhand. Und jetzt nimmt er sich die Auszeit, Johnny Huang, weil er so nicht weiterkommt. Ja, da wird gar nicht mehr viel geredet. Ich denke, besprochen ist alles. Versucht es nur mit der Pause nochmal einen Break zu schaffen in diesem Spiel. Und die beiden scheinen sich auch nicht so ganz einig zu sein. Also da habe ich nur eins verstanden. Point by point, ich denke, das kann man übersetzen. Sich von Ball zu Ball konzentrieren. Endlich mal ein gelungener Ball von Huang nach dem Aufschlag mit diesem herrlichen Crossflip über dem Tisch. Das ist ein Händchen, das ist ein Ballgefühl, ein wunderbarer Rückhand-Topspin. Der kompletten Spielzug über die Rückhand abgewickelt. Gar nicht groß kompliziert aufgeschlagen. Wieder gut vorbereitet, ganz kurz hinter das Netz gesetzt. Sie sehen, er überläuft und umläuft häufig die Vorhand, um mit seiner Rückhand dann das Spiel zu machen.
Wahrscheinlich, weil er sich einfach sicherer fühlt mit der Rückhand. Mit Hilfe der Netzkante 9-8 für den Kanadier. Gibt es hier noch den siebten Durchgang? Zwei Punkte noch und Karakasevic spielt gegen Waldner bei diesem Olympischen Spiel. Zwei Punkte noch und es geht in den siebten Satz für Huang. Matchball für Alexander Karakasevic. Und er schafft es tatsächlich noch. Na, da fällt einiges von ihm ab. Das war nicht unbedingt überzeugend, würde ich mal sagen. Gewonnen hat am Ende der bessere Tischtennisspieler. Das, denke ich, kann man festhalten. Nicht der bessere Athlet. Er hat sich so durchgehangelt. Hätte man ihn mehr unter Druck gesetzt, dann hätte er es wahrscheinlich nicht gepackt. Und die Gratulation von Papic entgegen und natürlich auch die von Zoran Kalinic. Die beiden sind froh und werden sich garantiert jetzt ein bisschen was vornehmen, auch im Spiel gegen Waldner. Er braucht sicherlich eine Zeit, um sich zu erholen.